Also warten. Wen haben wir denn da? Erkennen, Falle, sechster Sinn. Ich kaufe mal bei allen Handeln. Ich könnte nicht mehr ohne. Ich könnte damit nicht alles mehr günstiger ohne. Wird für jeden Charakter. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Aber vor allem meine Stufen anstiegen, wird das sich mit der Zeit ziemlich läppern, denke ich. So, was wollen wir jetzt? Jetzt wollen wir Goblins aufmischen. Und zwar hoffentlich etwas effektiver als eben gerade. Vorher noch Segen für dich. Und Segen für die Schützen. Das dürfte schon mal etwas bringen. Wie lange haltet ihr? 1 Stunde 7 Minuten. Nur aus nicht ganz so lang. Aber muss reichen. Da ist einer. Wow. Mürrem, 8 Schaden, tot. So kann das weitergehen. Oh. Zwei Tote. Oh, nicht in den Pult laufen. Nicht in den Pult laufen. Nicht in den Pult laufen. Heilung. Einzelner Goblin. Tot. 3 tote Goblins. Da ist ein roter, den will ich nicht. Der kann warten. 4 Tote. 5 Tote. Wesentlich besser. Oh, 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 oh. Nicht in die Ecke drängen lassen. Weil die blauen und roten zaubern halt auch. Das kann ganz schön garstig werden. Okay, kurzer Rückzug. Die aufmischen, die fliehen wollten. Die sind nämlich immer ganz schön angeschlagen. Du zum Beispiel. Gut. Und du da hinten. Du kannst währenddessen noch ein bisschen heilen. So. Also das waren jetzt, ich habe aufgehört zu zählen, 7 oder 8 oder 9. Schon mal doppelt so viele Gegner, die wir töten konnten in einem Anlauf wie vorher. Noch ein bisschen länger schlafen. So. Müssen wir allerdings auch, denn wir haben fast kein Gold mehr. Also wenn jetzt irgendjemand krank werden würde, wäre es schon grenzwertig. Komm schon, grüne Goblins, hier. Oh. Gleich können wir die blauen, den roten angehen. Du heilen sie. Okay, erster blaue tot. So, roter. Ja, Goblin König. Was auch immer ein Goblin-König mitten auf der Landschaft stehen zu suchen hat. Oh oh. Heilerin K.O. So, nächster blauer K.O. König von Gerugern zerschmettert. Oh oh. Komm schon. Gerugern zerschmettert. Oh oh. Von Giron erschossen. Ist auch okay. So. Und genau das meinte ich mit Massen an Gegnern. Krasser. Kochtopf ist leer. So, du da hinten. Bist der letzte verbleibende Goblin von diesem Haufen jedenfalls. Aber keine Sorge. Davon gibt es noch ein paar mehr. Aber nicht jetzt. Jetzt gucken wir kurz noch ein bisschen Kräuter an. Und holen uns den neuen Proviant aus der Taverne. Und schlafen da auch gleich, weil wir Lebenspunkte brauchen. Und Sauerpunkte und überhaupt. Die Fässer hier hatten wir schon, ne? Leer. Ja. Aber hier hinten ist die nächste Gruppe, die wir angehen könnten. Nämlich die Gruppe aus Magiern.
Die fallen noch schneller um als die Goblins, können allerdings alle zaubern. Und das ist ein wenig ärgerlich. So, Taverne. Gepäck füllen, schlafen. Hinder. Missionar, Spurensucher. Lehrer. Wie teuer bist du? Schön, dass du da bist. Mehr Informationen. 10% auf alle Erfahrungspunkten. Verlangt von allen Gold, die du findest, nur 3%. Anheuern. Du bist dabei. Und du warst ganz schön teuer. Siehst dabei aber auch wie eine Lehrerin aus. So. Einmal Waha. Und Magier töten. Oh, gleich ein blauer Magier. Das ist die zweite Stufe von denen. Na komm. Kipp um. Dich hätten wir. Dich hätten wir. Geh rüber und heilen, bitte. Und eigentlich sollten wir ganz kurz uns zurückziehen und Segen zaubern. Macht ja doch ein wenig etwas aus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und wenn wir Segen auf Talana sprechen würden, ob ihr Feuerpfeil dann auch öfters treffen würde. Weil in dem Text steht ja, dass ein ganz normaler Angriffswurf gemacht wird. Als wenn Feuer ihr Fertigkeitswert wäre in Bogen. Also sagen wir mal, sie hat jetzt einen 4er Fertigkeitswert in Feuer, dann ist es so, als wenn sie ihren Fernkampfwert plus 4 nehmen würde. Weil jeder Punkt in Bogen halt einen Punkt Dingens bringt. Und wo ist der rote Magier? So, hier hinter irgendwo, hm? Kraxel, 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 da bist du. Hau ihn tot. So. Gelbe Regenz, rote Regenz. Waren wir hier schon drin? Wie geht's? Expertenmeister, Experte am Stab. Nö. Oh, da sind noch mehr Goblins. Ist echt überall was los hier auf der Insel. Halbinsel. Wir haben gerade einen riesen Goblin-Haufen zerlegt. Da sind 4 Stück jetzt nicht so wirklich das Problem. Sagt er und haut dann 5 Minuten lang auf einen Goblin ein. So. Oh, und der nächste Haufen. Heilung. Die laufen zu sehr kreuz und quer. Lieber Nahkampf. Aber ich denke so... So lange werden wir nicht mehr weiterkämpfen können. Ohne Pause. Also gleich schlafen und dann wieder zurück zu den Magiern. Ist zwar schön und gut, hier die einzelnen kleinen Goblin-Grüppchen aufzumischen, aber... Bei den richtig großen Gruppen, also wie zum Beispiel die Goblins eben gerade, also, ne, die große Gruppe Goblins, da sind auch meistens gleich Kisten zu finden. Und Kisten sind doch schon schick. Von wegen Beute und so. Ah, da ist die Goblin-Wacht mit ganz vielen Goblins. Distanz, 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 schlafen. So. Waha. Zur Goblin-Wacht müssen wir auch noch. Da haben wir Gerüchte gehört, dass der Bürgermeister uns sprechen möchte. Wegen der Goblin-Wacht. Beziehungsweise die Bürgermeisterin ist es ja eigentlich. Aber erstmal hier, ne? Magier-Typen. Viele Magier. Sind noch viel mehr. Komm mir vor wie ein Flieger, der immer wieder Angriffsflüge fliegt. Aber wir erwischen mit jedem Rundgang mindestens einen. So soll es sein. Oh. Zing.
Jo, halten definitiv nicht so viel aus wie ein Goblin. Sind ja auch Magierlehrlinge, die alle verblüffend ähnlich aussehen. Oh, da hinten sind aber schon ein paar blaue, da müssen wir vorsichtiger sein. Die haben nämlich andere Zauber, wie man hören kann. Dieses Zischel, das sind Elektroblitze. Das da. Heilung. Also, einmal außenrum fliegen, wollte ich schon sagen. Laufen. Und die Roten töten. Oh, und da sind Kisten und Kräuter. Oh, und Eisgeschosse fliegen da auch lang. Oh. Du, heil ihn. Oh, 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 oh. Ja. Schmerzensschreie ohne Ende. Hey. Also durchgehen am Stöhnen und Schreien und ganz mal zwischendurch. Hey. Mitkommen, mitkommen. Leibeigener. Was macht ein Leibeigener? Geht's? Keine Fähigkeiten. Ja, nö. Danke. Und die Gegner sind noch zu nah dran zum Schlafen. Oh. Beziehungsweise da sind neue Gegner. Okay, ganz kurz hier mal reinschnuppern. Genau du. Oh nein! Ich weiß nicht. Nicht genug Gold! Nicht genug Gold? Was? Wow. Das war die Falle. Du. Geschafft! Du musst jetzt laufen. Das war ziemlich schnell. Nimmst am besten gleich noch einen Trank. Es hat geklappt. Ja, natürlich hat es geklappt. Es ist nur eine Beere ausquetschen. So eine Beeren. Und gleich mal das Inventar durchschauen. Weil man hat doch ein, zwei Gegenstände gesehen, die kaputt waren. So, grün ist gut. Du bist kaputt, du kannst weg. Knüppel ist eh nicht so toll. Das musst du gleich angucken. Das muss repariert werden. Okay. Und die ganzen Kräutersachen können wir alle zu ihr. Das muss auch repariert werden. Schlafen. Länger schlafen, damit es hell wird. So. Ah. Mm. Aha. Mhm. Aha. Schutz vor Kälte. Kann auch weg. Erfahrungspunkte vielleicht? Nein. Aber hey, wir haben keinen negativen Ruf und schon mal ein bisschen Ruhm. Das ist gut. Entsprechen die Leute auch eher mit uns. Wie zum Beispiel die Lehrerin eben gerade. Vorher haben die uns ja betteln lassen und selbst dann nicht mit uns gesprochen. Was nicht gerade nett ist. Geschlossen. Kann ich dir beim Suchen helfen? Verkaufen dich und dich. Was hast du? Oh, viel zu teuer. Stahlstiefel. Die Stahlstiefel hätte ich ganz gerne. Na gut, nehmen wir. Danke. Wer bekommt die Stahlstiefel? Du. Damit du länger überlebst und schneller wieder hochbekommen kannst. Sieh dich ruhig um. Dann kaufen wir uns noch ein paar Reagenzien. Und Lederumhänge, warum nicht? Zing. Oh. Jetzt habe ich nicht mehr genug Gold zum Reparieren, ne? Wir brauchen eine Lederrüstung, zwei Lederrüstungen. Die Waffen bitte nicht anfassen. 45, 27. 27, verkaufen 65. Okay. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Sachen zu reparieren. Ich hatte kurz überlegt, ob ich vielleicht nicht repariere und die Dinge einfach wegschmeiße. Aber, nö. So. Die können theoretisch noch weg. Bogen bleibt da. Schild bleibt da, wenn er später das Schild benutzen kann. So weit, so gut.
Da. Verkaufen, verkaufen. Bis bald. Die Waffen bitte nicht anfassen. Verkaufen. Bis demnächst. So, jetzt Rache.